Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Heute werden wir uns um das Thema kümmern, meine größten Learnings aus der Krise. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist in meinem Podcast, wo wir uns um das Thema kümmern, mein größtes Learning aus der Krise. Und ich möchte dich auf eine Zeitreise mitnehmen, da ich ja mittlerweile seit rund 25 Jahren an der Börse aktiv bin und um und bei 30.000 Stunden an der Börse verbracht habe. Mein Leben an der Börse hat mir schon viele, viele Krisen gezeigt. Und letztendlich muss man sagen, ob es eine Krise an der Börse ist, oder auch eine Krise im privaten Leben, eine Krise durch eine Entscheidung, eine Krise durch dein Unternehmen, wo du durchgehst, vielleicht eine Krise in der Ehe, eine Krise in der Freundschaft. Immer finde ich persönlich, hat die Krise auch die Möglichkeit, eine unglaublich große Chance zu sein. Gerade wenn wir uns das Thema der Börse nehmen, dann ist die Krise für mich unglaublich wertvoll, weil jede Krise hat auch etwas von ja, Zerstörerischem. Und das möchte ich vielleicht ein bisschen erklären, wenn du mal zurückguckst. Ich bin jetzt mittlerweile 42 Jahre jung und wenn du dran denkst, zum Beispiel, Krise ist Schöpfung und Zerstörung zugleich. Das heißt, in der Krise werden manchmal auch Techniken zerstört und durch die Schöpfung entstehen dann neue Dinge. Ich möchte dir ein Beispiel nennen, wenn du an das Thema Fotografie denkst, zum Beispiel an den Fotoriesen Kodak damals, wenn wir darüber nachdenken, dass wir ja Filme als kleine Rollen in unsere Kameras reingelegt haben, mit ISO 100, ISO 200, ISO 400 Belichtung, ein 24er Film oder auch ein 36er Film, dann wurde da irgendwann entwickelt und du hast die Bilder vielleicht von deinem Fotostudio oder auch aus dem irgendwann aus dem Edeka-Markt wieder abgeholt und die Bilder waren fertig. Jetzt gab es damals eine große Krise, letztendlich für Kodak und für die ganze Branche, weil es wurde die Digitalkamera entwickelt. Das heißt, diese Schöpfung Digitalkamera war zugleich auch die Zerstörung von dieser alten Welt. Und ich möchte dir hierzu ein paar Tipps geben, auch aus Seite der Persönlichkeit, weil nichts ist so konstant als die Veränderung. Und das ist auch etwas, was du als Investor mitnehmen darfst. Du musst nicht alles gut finden, was kommt, aber es ist durchaus legitim, als Investor damit Geld zu verdienen. Ich kann dir ein ganz, ganz aktuelles Beispiel bringen. Das ist das Thema Mobilfunk und 5G. 5G ist sicherlich eine Möglichkeit in der Welt, um schöpfungsmäßig vieles Neues zu schaffen. Wer hier in Deutschland lebt, wird das kennen. Wir haben viele, viele, viele Bereiche in Deutschland, wo das Mobilfunknetz einfach schlecht ist, wo die Datenvolumen schlecht sind, wo man irgendwo auf dem Land ein E-Netz hat mit Edge. Und wenn du dir jetzt überlegst, was mittlerweile alles online läuft, von Online-Banking über Telefon, was übers Internet gestreamt wird, was digitalisiert ist, über Fernsehen mit Netflix oder anderen, was auch übers Internet läuft, dann wissen wir, dass wir letztendlich durch diese moderne Welt um ein schnelles Netz gar nicht drumherum kommen. Auch wenn du einen Step weiter denkst, wenn wir Richtung Autofahren denken, dann kannst du dir überlegen, warum gibt es noch kein autonomes Fahren? Das hat genau zwei große Gründe. Zum einen ist es so in Europa, dass wir rechtlich noch gar nicht so weit sind. Weil wenn ein Auto autonom fährt, ist ja noch ein bisschen die Frage, wenn ein Unfall passiert, ein Mensch wird totgefahren, hat jetzt eigentlich das Auto Schuld, hat der Mitfahrer Schuld, hat das Unternehmen, das das Auto produziert hat, die Schuld? Wie sieht das rechtlich eigentlich aus? Diese Thematik ist in Europa noch gar nicht geregelt. Es gibt insgesamt 6 Stufen für das autonome Fahren. Wir sind gefühlt erst in der dritten und die Frage ist, wann geht das Ganze wirklich los? Meine klare Meinung ist, wird kommen. Woran hapert es noch? Das ist die zweite Seite. Und das ist wieder größtes Learning, Krise als Chance. Es liegt wieder am Internet. Letztendlich am Datenvolumen, weil so ein Auto mit unglaublich vielen Daten Lifetime gefüttert werden muss, viele Themen verarbeiten muss. Und dieses Thema ist auf Deutschlands Straßen aktuell noch gar nicht möglich. Wenn du in Hamburg fährst, geht das vielleicht noch, weil du überall 4G oder LTE hast. Fährst du aber ein bisschen aufs Land, Richtung Ostsee, Nordsee oder wohin auch immer,
dann würde dein Auto plötzlich zusammenbrechen und stehen bleiben, weil der Funkverkehr vielleicht abgerissen ist. Und das wirst du kennen, wenn du mal telefonierst und feststellst, hups, ich habe gerade kein Netz auf der Autobahn. Also, für mich ist Krise definitiv auch Chance, so wie das chinesische Zeichen es ja auch schon sagt. In einer Krise, wie gesagt, gibt es eine gewisse Zerstörung, aber es gibt auch eine Schöpfung und es gibt neue Ideen und neue Technologien. Und wenn du dir überlegst, wie eine Krise passiert, dann möchte ich dir die Geschichte von mir erzählen, welche großen Krisen ich schon miterlebt habe und dass Krisen immer, und ich wiederhole das, immer aus einer anderen Richtung kommen. Es heißt immer so nett, ja klar, auf eine Krise hätte man sich doch vorbereiten können. Wenn wir mal die Krisen nehmen, die ich miterlebt habe, dann möchte ich anfangen 1997. Damals ist der neue Markt gegründet worden. Das war so ein bisschen der Gedanke, wir bauen so die Nasdaq-Idee, also gerade Technologiekonzerne, Biotechnologiekonzerne. Dafür schaffen wir ein eigenes Segment. Das war der sogenannte NEMAX. Und das war 1997. Und dann gab es da ganz viel Run, ganz viel steigende Preise und es wurde unglaublich viel Geld verdient mit egal was. Im Nachgang muss man sagen, im neuen Markt ist natürlich auch viel betrogen, geschummelt und so weiter worden. Da wurden Umsätze gezeigt und erzählt, die es eigentlich gar nicht gab. Also sind auch krasse Geschichten passiert auf der negativen Seite. Das Endergebnis war, der NEMAX war am 9.10.2002 noch bei 318 Punkten. Und das ist ganz spannend, er hatte 96% seines Wertes verloren innerhalb von nur 31 Monaten. Ich war natürlich mittendrin und voll dabei. Ich habe natürlich auch einige Werte da gehabt, habe da viel Geld verloren, habe in den 90ern, ich bin ja 1995 angefangen, vorher auch sehr viel Geld verloren. Insofern war das für mich relativ entspannt und das war meine erste richtige Krise. Meine zweite Krise war natürlich damals die Dotcom-Krise und die Terroranschläge, die passiert sind im Jahre 2001. Und diese Krise war so ein bisschen das Thema der Tech-Titel. Da gab es viele Unternehmen, die waren unglaublich hoch bewertet, haben aus Technologieseite aber eigentlich kaum Geld verdient. Das war ein spannendes Thema, aber die Bewertungen sind ins schier Unermessliche gegangen. Und das Endergebnis war zum Beispiel für den DAX, der ist damals von 8.100 Punkten um rund 70% gefallen auf dann noch 2.129 Punkte. Das war dann damals der Tiefstand. Ja, weiter gingen die Krisen dann mit der Lehman-Pleite. Das war natürlich im Jahr 2008, wobei das zwei verschiedene Themen hatte. Im Prinzip war es eigentlich eine Immobilienblase und aus dieser Immobilienblase sind dann die ersten Banken zusammengebrochen, beziehungsweise natürlich dann die ganz große. Das war die Lehman Bank mit der Lehman-Pleite. Und auch da muss man sagen, hatten wir den DAX gerade mal wieder auf die 8.100 Punkte gebracht. Das heißt, der alte Verlust von damals aus der Dotcom-Krise war gerade wieder aufgeholt. Und im Zuge der Lehman-Pleite, meiner dritten großen Krise, ist dann der Markt im Jahre 2008 auf 3.500 Punkte im DAX gefallen. Und auch das waren satte knapp 60% Verlust. Ja, der nächste Crash war was ganz Spannendes. Das war ein sogenannter Flash-Crash im Jahr 2010. Das ist im Mai 2010 gewesen. An diesen Tag erinnere ich mich noch ziemlich gut. Da ist nämlich die Besonderheit des Crashes gewesen, dass das im Prinzip einer der schnellsten Crashs überhaupt war. Das ist ja passiert durch einen Franzosen, der Orders in Milliardenhöhen an die Märkte gegeben hat, die es einfach gar nicht gab. Und in diesem Zusammenhang sind die Märkte innerhalb von Minuten zusammengebrochen. Und um auch mal Zahlen zu erwähnen, hier sind mehrere Billionen Euro innerhalb von Minuten im Prinzip verbrannt oder Dollar auf der ganzen Welt. Und das Ganze hat sich dann relativ schnell, ein paar Tage später, wieder reguliert, als klar war, das ist eine gefakte Nummer gewesen. Ja, und die letzte große Krise, die wir natürlich hatten, die läuft leider aktuell noch. Und das ist die Corona-Krise. Und in dieser Corona-Krise ist natürlich auch eine ganze Menge passiert. Wieder ganz spannend, in der Corona-Krise, es kam wieder aus einer ganz anderen Richtung. Ich persönlich habe tatsächlich gedacht und geglaubt,
dass eine weltweite Pandemie so gar nicht passieren kann. Wir haben natürlich auch vorher schon aus der Seite der Pandemien, der Viren natürlich viele Möglichkeiten schon erlebt, was Thema Schweinegrippe und so weiter angeht, Ebola, all die ganzen Themen. Letztendlich war das in der Regel immer ein Stück weit, ja, ich sag mal, länderbezogen, ortbezogen oder es ging um ganze Regionen. In diesem Fall der Corona-Pandemie war das ganz krasse Thema, dass diese Pandemie tatsächlich die ganze Welt, ja, in Atem hält. Und auch heute noch, wir sind immer noch im zweiten Lockdown und diese Krise ist im Moment relativ krass. Trotzdem, und das möchte ich auch zu dieser Krise sagen, wir werden aus der Krise Corona wieder rauskommen. Das haben wir jetzt schon am Montag, den 9.11. erlebt. Da kam die Nachricht von Pfizer und BioNTech, dass sie wohl einen Impfstoff haben mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass man damit wirklich geimpft ist. Das heißt, da sind die Börsen extremst angesprungen, weil man natürlich gesehen hat, okay, wenn es einen Impfstoff gibt, wenn viele sich impfen lassen, dann ist auch dieser Virus letztendlich wieder besiegt. Ich persönlich habe dazu eine ganz eigene Meinung. Man weiß ja mittlerweile zum Beispiel, dass Vitamin C, gut dosiertes Zink oder auch Vitamin D den Verlauf von Corona deutlich schwächt. Ich möchte auch heute kein Fass über Corona aufmachen. Dazu könnte ich ganz, ganz viel erzählen und auch eigene Meinung haben. Das möchte ich aber ein bisschen außen vor lassen. Ich möchte es einfach auch hier wieder als Börsenkrise sehen. Und ganz wichtig ist, die Krisen, die ich dir jetzt alle fünf erzählt habe, die sind immer aus einer verschiedenen Richtung gekommen. Und wenn du dir den Bull- und Bier-Index anguckst an der Börse, den wir auch auf dem Tag der Finanzen und auf dem geldverdienenden System zeigen, dann siehst du, dass immer die Börse über 8 bis 15 Jahre rapide gestiegen ist. Und dann hat es kurzfristig für 6 bis 1,5 Jahre einmal kräftig geknallt. Und dann ist die Krise wieder vorbei gewesen und die Märkte wieder weitergelaufen. Meine persönliche Meinung, und das sind auch meine größten Learnings: Welche drei Punkte sind jedem Menschen auf der Welt wichtig? Meine Meinung ist, das ist Frieden, das ist ein bisschen Liebe und das ist das Thema Konsum. Du darfst dir bewusst machen, wenn du an der Börse handelst, dann handelst du eben auch die Zukunft. Und wenn du an die Börse guckst, dann kann ich dir sagen, dass wir im Moment auf der Welt pro Jahr 80 Millionen neue Menschen dazukriegen. Auch das ist die Frage, ist das gut, ist das schlecht? Einige sagen, wir brauchen auch gewisse Krisen, auch gerade gesundheitlich, dass einfach auch gewisse Menschen mal, ich sag mal bewusst, versterben, dass die Überbevölkerung nicht zu krass zunimmt. Das ist natürlich keine Beruhigung für mich als Mensch, als Person, weil natürlich möchte keiner aus seinem Umfeld oder aus seiner Familie jemand verlieren. Aber ich glaube nicht an Zufall auf der Welt. Und das ist so ein bisschen auch die andere Seite, dass natürlich in der Krise auch, ja, wenn sie gesundheitlich ist, gewisse Todesfälle passieren. Wenn wir jetzt über die Krise nochmal nachdenken und über den Gedanken, jeder Mensch möchte Frieden, Liebe und ein bisschen nett leben, dann kann man sich bewusst machen, was ist eigentlich in den letzten 100, 200 Jahren passiert. Und letztendlich ist halt immer Krise auch als Chance zu sehen. Alles erfindet sich neu. Ich habe eben schon gesprochen von dem Thema Zerstörung. Das heißt, vielleicht werden liebgewonnene Themen zerstört und es gibt etwas Neues. Gewisse Themen retten sich auch immer weiter und das kann man sich auch überlegen, wenn wir mal die letzten 100 Jahre angucken, das Thema der Industrialisierung, das war der erste große Step, wo man im Prinzip von der Kutsche aufs Auto umgestiegen ist, wo Firmen gegründet wurden, wo Industrie aufgebaut wurde und das ganze Wachstum geht los. Wenn wir die nächste Thematik nehmen, dann war das so ein bisschen das, ja, Informationszeitalter, darüber, dass Information, das Wissen auf der Welt einfach wächst. Da ging es ganz groß in den Bereich Wissen. Die Geschwindigkeit, wie sich das Wissen verdoppelt, wird auf der Welt einfach immer kleiner. Ja, dann kamen die 2000er Jahre auch natürlich bis heute mit dem Thema des Wissens und auch dazu noch ganz wichtig genannt, das Thema der Technologie. Und heute sage ich, die Technologie geht jetzt gerade den nächsten Step. Wenn du mal überlegst, wie vor 20 Jahren Technologie aussah, wie dein Computer aussah, was der heute kann und was die nächsten Schritte sind Richtung autonomes Fahren, Richtung
Digitalisierung, was für mich der aktuelle Step gerade ist, was gerade passiert Richtung Homeoffice, Richtung Softwareanbieter wie zum Beispiel Zoom, die letztendlich in der Digitalisierung und im Homeoffice-Bereich eigentlich helfen, dann weiß man, was der nächste Step letztendlich ist. Und das sehen wir auch zum Beispiel bei den Autos, dieses Beispiel, der Verbrennermotor, den gibt es gefühlt seit Ewigkeiten, den Diesel genauso, und langsam fängt die Welt an, weiter zu ticken. Richtung Elektroauto, Richtung vielleicht Wasserstoff, um mal zwei zu nennen. Und auch da muss man wieder sagen, ist das alles gut? Weiß ich nicht. Aber die Welt dreht sich weiter. Ich nehme noch ein ganz krasses Beispiel zum Thema der Krise. Das ist das Thema Öl. Öl hat jetzt auch gerade in der Krise extremst gelitten. Öl, kann ich mich aber erinnern, seit über 40 Jahren, die ich auf der Welt bin, war schon immer ein Thema. Seitdem ich zur Schule gegangen bin, war das die Ölkrise eigentlich, dass das Öl demnächst ausgeht. Wir finden aber immer neues Öl und das Öl geht anscheinend gar nicht aus. Vielleicht gibt es jetzt auch den nächsten Step, dass wir Energie durch alternative Energien produzieren, was zum Beispiel mit dem Solarthema anfing. Deswegen ist meine glasklare Meinung, Krise ist auch immer Chance, um sich neu zu erfinden, um neue Ideen zu kreieren und um neue Technologien auf die Welt zu bringen und letztendlich auch dann in den Köpfen der Menschen festzulegen. Ja, das war für mich eine kleine Rundreise zum Thema Krise und meine allergrößten Learnings und mein größtes Learning aus diesem ganzen Thema ist definitiv, Krise ist auch Chance und du darfst dir eins bewusst machen, gerade an der Börse und wenn man Vermögende und die ganz reichen Menschen nimmt, die werden in jeder Krise immer reicher und reicher und reicher. Und deswegen gebe ich dir den Tipp mit, ein ganz, ganz wichtiger Weg für dich ist das Thema Dankbarkeit und Optimismus, damit man eben jede Krise gut übersteht. Ich bin ein absoluter Daueroptimist. Das haben wir jetzt auch mit der Wealth Academy gezeigt. Wir werden dieses Jahr um gefühlte 100% wachsen. In einer Krise, wo du sagen musst, ich habe eigentlich Berufsverbot gehabt über Monate. Die Events wurden komplett gestrichen oder ganz klein gemacht. Und trotzdem haben wir neue Wege entwickelt, um unserer Community und unseren Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, an dieser Krise eben auch ganz bewusst zu partizipieren. Ja, ich hoffe, dass du aus diesem Podcast wieder einige Ideen mitnehmen konntest, einige Learnings, einige Tipps, einige Tricks, dass du für dein Investment, für dein Vermögen dir vielleicht die eine oder andere Idee daraus rausziehen konntest, dass du vielleicht ein bisschen besser verstehst, was ist eigentlich Krise. Für mich, wie gesagt, immer eine Chance, weil wenn du auch die Unternehmensseite anguckst, dann stellst du fest, in einer Krise fangen die Unternehmen an, jeden Stein umzudrehen. Wenn es einem Unternehmen gut geht, triffst du auch schneller mal eine Entscheidung, haust vielleicht schneller mal Geld raus, stellst noch ein paar Leute mehr ein. Wenn du eine Krise hast, dann ist es mit Sicherheit so, dass du nochmal drüber nachdenkst, welche Mitarbeiter brauchst du. Und auch da muss man wieder sagen, Krise ist auch ein Stück weit Zerstörung, wenn dann zum Beispiel Menschen entlassen werden. Ist das immer gut? Nein. Aber letztendlich als Unternehmen in einer Krise guckst du unter jeden Stein, du senkst gewisse Kosten, du strukturierst vielleicht besser, du schaffst neue Systeme, du verschlankst deinen Prozess. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, wenn die Krise vorbeigeht, und das tut sie in der Regel nach einem halben Jahr bis maximal 2 Jahren, dann werden die Menschen sich wieder an das Thema Frieden, Liebe und Konsum erinnern. Damit machen die Unternehmen wieder Neues und mehr Geschäft und durch die bessere Struktur, die schlankere Struktur, Kostenersparnis, neue Einnahmequellen werden sie neue Höchstkurse erreichen und auch hier wird die Börse danach wieder steigen. Das ist seit über 100 Jahren so und ich hoffe, dass du diese Message auf jeden Fall verstanden hast. Freue mich, dass du heute mit dabei warst. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, freue ich mich auf ein paar Kommentare, auf Fragen. Verteile den Podcast gerne mit, sodass wir mehr Reichweite gewinnen. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, der Börseninvestor geht mit der nächsten Folge online und würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist. In diesem Sinne, dir alles Gute, bleib gesund, vor allem in der heutigen Zeit und bis bald. Ciao.